Ich bin die Anna, ich bin Apnoe-Taucherin. Das heißt, ich tauche nur mit einem Atemzug, nur mit der Luft in meiner Lunge, so tief wie irgendwie möglich. Und tue das zum Spaß, aber auch im Wettkampf. Auf internationalen Wettkämpfen bin ich unterwegs, in Weltmeisterschaften, und habe mehrere Bronzemedaillen gewonnen, habe viele deutsche Rekorde aufgestellt, einen Weltrekord mit einem Tauchgang von über 125 Metern. Apnoe-Tauchen, das hat bei mir angefangen als eigentlich eine zusätzliche Sicherheit zu dem Gerätetauchen, was ich sowieso schon gemacht habe. Und zwar seit sehr langer Zeit und vor allen Dingen in sehr extreme Tiefen und durchaus auch gefährliche Tauchgänge. Und deswegen wollte ich so eine Grunderfahrung haben im Apnoe, im Freitauchen, um sicherer zu sein. Mein prickelstes Erlebnis beim Apnoe-Tauchen war witzigerweise gar kein Wettkampf, gar kein Rekord, wie man jetzt vielleicht meinen könnte, und auch gar kein besonders tiefer Tauchgang, sondern das war so ein ganz kleines Erlebnis eigentlich nur zwischen mir und dem Ozean. Und rundherum ist nur blaues Wasser, man sieht kein Riff, nichts, einfach nur endlose Weite vom blauen Ozean. Und ich mache die Augen auf und in dem Moment kommt ein riesiger Mantarochen direkt auf mich zugesegelt und kreist um mich rum, um die Leine rum und verschwindet dann wieder ins Blau. Und das war wirklich einer meiner prickelndsten Augenblicke überhaupt jemals im Tauchen, jetzt mit Gerät oder ohne. Und das war so ein faszinierendes Erlebnis, das habe ich nie vergessen. Das war wirklich einmalig. Ja, man nimmt da sein eigenes Wesen, seinen eigenen Platz in dieser Welt, würde ich sagen, anders wahr. Und zwar so, dass man einfach feststellt, dass das Universum um einem rum so riesig ist und man ist ganz klein, aber man gehört auch dazu. Und zwar überall, also in allen Bereichen. Ja, so ein Moment, das vergisst man nicht. Also das sind Erlebnisse, die kann man nicht haben, wenn man in den Zoo geht. Dafür muss man sich schon in die weite, wilde Welt hinaus wagen, in meinem Fall in den Ozean. Also eine Lebensweisheit, die man aus meinem Sport mitnehmen kann, eine, die ich mir ganz besonders mitnehme und die aber auch für die Zuschauer passt, dass man wirklich sich nicht selber schon einschränken sollte, bevor man überhaupt was probiert. Das machen wir alle sehr gerne. Also wir sagen, oh, ich kann keinen Marathon laufen, weil ich bin doch kein Sportler. Ich kann nicht mehr Klavier spielen lernen, weil ich bin doch schon viel zu alt. Ich kann dies nicht, ich kann jenes nicht. Jeder hat irgendeinen Grund, warum er irgendwas ja nicht kann und wieso er es erst gar nicht probieren sollte. Und diese Art von Abenteuern, Herausforderungen, neuen Dingen, die man im Leben erfahren kann, was immer es denn sei, das macht das Leben prickelnd, das macht das Leben aufregend, das ist irgendwo, das ist das Leben selber und das sollte man sich eben nicht vorenthalten.